Ja, hallo YouTube. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache euch heute mal ein kleines Spontan-Video. Und zwar geht es hier um meinen X3 35 Diesel. Wir sind jetzt mit einer Tankfüllung 1059,8 Kilometer gefahren. Ungefähr immer zwischen 5,6 und 6,7 Liter. Je nach Thema war relativ, muss man zugeben, viel Tempomat Autobahn dabei. Muss aber sagen, ich finde es mehr als respektabel. Wenn man überlegt, wir haben ein Fahrzeug, das an die 2 Tonnen wiegt, einen CW-Wert hat wie ein Wandschrank, muss man ehrlich zugeben, finde ich, dass der Spritverbrauch, dass man da gar nicht meckern kann. Wenn man überlegt, wie das früher noch war, so für die letzten 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, ja, da war es einfach so, dass da der Spritverbrauch in so einem Auto, dass das unvorstellbar gewesen wäre. Aber heutzutage, von der Technik her, ist es einfach faszinierend, ja, was man rausholen kann, Thema Turbolader etc., was halt alles dazu beiträgt, dass der Spritverbrauch halt nach unten geht, ist klar. In dem Fall wird dem Motor nicht mehr so viel angefordert oder abgefordert, wie man es auch immer sagen will oder sagen möchte. Leider ist es natürlich dann auch so, dass dadurch die ganzen großvolumigen Motoren wie die V8 Saugmotoren bei Benzinern etc. alles wegfallen, gerade dem Thema geschuldet, Schadstoffausstoß, Thema Spritverbrauch. Das ist natürlich die Schattenseite, aber ich bin positiv überrascht. Ja, wir haben ja dieses 25.000 Kilometer Review gemacht, was es für Mängel gibt. Und wir haben bis jetzt 2, 3 Kleinigkeiten, aber die hat jedes Auto, muss man einfach so sagen. Jedes Auto hat Mängel. Aber ich bin positiv überrascht. Ich wollte es einfach mal mitteilen. Also wir haben jetzt so einen Durchschnittsverbrauch. Schauen wir gerade mal schon den Bordcomputer. Der Durchschnittsverbrauch gesamt lag bei 6,1. Also wie schon gesagt, immer variiert zwischen 5, und 6, natürlich bei normaler, humaner Fahrleistung im Teillastbereich. Wie schon gesagt, viel Autobahn, viel Tempomat, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass ist das ein beachtlicher Wert, ja. Meines Erachtens, wie schon gesagt, es gibt natürlich auch noch Autos wie 2.0 TDI beim Passat jetzt zum Beispiel, im Tiguan, im Golf, im Polo. Die brauchen natürlich nochmal deutlich weniger Sprit. Wenn man überlegt, die 1.9 TDI, die ersten guten Pumpe-Düse, ja, die kann man auch relativ sparsam fahren. Aber es ist natürlich kein Vergleich. Wir reden hier halt von einem 2-Tonnen-Auto, von einem Geländewagen mit einer relativ guten Ausstattung. Natürlich, desto mehr Sachen an sind, desto höher ist natürlich auch der Verbrauch, weil natürlich die Belastung größer ist. Aber ich bin positiv überrascht und muss sagen, wenn der die nächsten 25.000 Kilometer auch so läuft ohne Probleme, dann Hut ab und viele Grüße nach München, kann man da nur sagen, weil das ist wirklich top. Also ist ein super toller Wert, bin ich der Meinung. Wie schon gesagt, ich wollte euch einfach nur hier mal meine Meinung kundtun. Ich freue mich natürlich über jeden, der sich das Video anschaut und freue mich auch über jeden Abonnent, freue mich über jeden Zuschauer, auch über jede konstruktive Kritik oder über jede eure Meinung. Schreibt einfach was dazu, schreibt mal was zu eurem Auto, was habt ihr für ein Auto, was braucht euer Sprit, was haltet ihr vom Thema Dieselskandal oder wie steht ihr zu dem Thema? Ja, ich habe da auch meine eigene Meinung. Die werde ich jetzt aber hier mal nicht kundtun, weil in Deutschland ist es natürlich nicht so gesehen. Da wollen wir mal offen reden. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn wir da ein bisschen kommentieren. Und dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch jetzt um 22.53 Uhr einen schönen und erholsamen Dienstagabend. Und wir sehen uns in alter Frische im nächsten Video. Bis bald, euer Kevin. Ciao.